Viertel Understyre, das den Oberstyre von durch einen Fluss getrennt wird, rollt eine Kutsche, einen Gefangenentransport durch den Ort. Darin sitzen zwei Wachen der Silbergarde, einer auf dem Kutschbock, der fährt, und vier Gefangene. Denn Stirewood liegt auf dem Weg zur Gefängnisfeste Old Spire, der südlichsten Spitze der Silvershore. Der gepanzerte Wagen rollt seit fast einem Tag den Händlerweg entlang, gestartet in der großen Handelsstadt Griffin's Peak, mit dem Ziel im Süden. Und im Inneren der Panzerkutsche sitzt auch ihr beiden. Euch gegenüber ein Mensch, grob schlächtig, und eine Dame, die ihr während der Fahrt als Elfe erkannt habt, mit dunklem Haar und gefärbten Strähnen in Ketten jeweils. Und außerdem sitzt da Mycroft. Mycroft, wie siehst du denn aus? Ich bin, man würde mich in einer Menge wahrscheinlich nicht sofort erkennen, denn ich bin ein, ja, man sieht mir nicht an, dass ich eigentlich Adliger bin. Ich bin ein durchschnittlicher Mensch mit einigen grauen Strähnen in seinem Haar, obwohl er noch nicht besonders alt ist eigentlich. Aber er hat ein bisschen, wenn man genauer hinguckt, sieht er ein bisschen seltsam aus, denn seine Ohren sind so ein bisschen fransig, nicht wie bei einem Elf, aber ja, wie bei einem, so ein bisschen eine Mischung zwischen einem Elf und einem Hund oder einem Bären. Vielleicht hat er auch einfach nur mal in einem Kampf den Kürzeren gezogen, das kann man nicht so genau erkennen. Aber gerade sitzt er aber einfach so vor sich hin brütend da und starrt sein Gegenüber an. Ja, dir gegenüber sitzt die Elfe, die allerdings auf den Boden starrt. Im Gegensatz zu dem Mensch neben ihr, grobschlächtig, ungepflegter Bart, schütternde Haare, auch die Klamotte, der Kragen abgeknickt. Und der starrt wiederum sein Gegenüber an. Da sitzt nämlich eine Halborkin. Wie sieht die denn aus? Die sieht fahle, gräuliche Haut, elfenspitze Ohren, aber ganz offensichtlich keine Elfin, nämlich eine Halborkin, wie du gesagt hast. Groß für eine Frau, breit für eine Frau, muskulös für eine Frau, bekleidet mit ein paar Fellen und ein paar Ledern und schaut recht grimmig. Bisher war die Fahrt relativ still und ereignislos, bis auf die zwei Silbergardisten, die bei euch sitzen, ab und zu mal was gesagt haben oder geklopft haben. Wie lange noch? Dann hört ihr von außen, wir sind jetzt in Stirewood. Das wird noch die halbe Nacht so gehen. Ansonsten wenig Gespräch, aber irgendwann bricht der Mensch gegenüber der Ork das Eis und beginnt: Weswegen fahrt ihr denn ins wunderschöne Old Spire? Er guckt alle dreimal an. Scheint so der gesprächige Typ zu sein. Weil ich betrogen wurde. Ja, mir musst du auch nicht wissen. Ruhe! Das Schlimmste, wenn die anfangen zu reden, hört ihr von den Silbergardisten. Ja, richtig. Schnauze da drüben. Aber der Typ lässt sich beeindrucken. Im Gegenteil, er hat eine Antwort bekommen. Das ist cool. Ich bin Togon. Togon Klump. Und die wissen nicht, wie ihm blühen wird. Oh ja, oh ja. Hier, zweifacher Totschlag. Aber keine Sorge, wir werden Old Spire nicht erreichen. Schnauze jetzt! Nein, nein, nein. Ich gehöre nämlich zur Kette. Und die Kette, die ist verbunden durch mehrere Glieder, die lässt einen nicht hängen. Ja, steht hier? Die werden mich rausholen. Also, keine Sorge, haltet euch bereit. Ist jetzt bald mal Ruhe. Was auch immer. Mycroft gibt so einen leicht knurrigen Unterton ab. Er ist scheinbar unzufrieden, sehr unzufrieden. Ja. Wird alles besser, wird alles besser. Und du, Große?
Ich gebe nur so ein grunzendes Geräusch von mir und kratze den Dreck unter meinen Fingernägeln raus. Weiter. Okay. Muss ja auch nicht jeder dieselbe Sprache sprechen können, nicht wahr? Habe ich nicht dran gedacht. Und du, Elfchen? Ich schaue weiterhin auf den Boden. Wo wird unser Hab und Gut aufbewahrt? Ich hab gesagt, nicht reden, das gilt auch für dich. Bekommen wir das wieder in Old Spire? Ja, richtig, genau. Ja, ihr bekommt alles wieder. Und ein schönes Zimmerchen mit Kommode und Waschschüsselchen und einem bequemen Bettchen. Und jetzt Ruhe! Ich kenne mich mit alter Geschichte aus und habe ja dadurch auch, dass ich nicht immer in einer Gefängniskutsche saß. Ich möchte mal versuchen, die Wache davon zu überzeugen, dass mir doch einige Privilegien zustehen, wie zum Beispiel sie nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht mit diesem Gesocks in diesem Wagen herumfahren muss, denn wir leben in einem zivilisierten Land. Und in einem zivilisierten als Wendergast steht mir doch sicher zu, dass ich beim Fahrer sitzen darf. Sicher, sicher. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber hier innen ist doch nicht mein Platz. Der jüngere der zwei Gardisten holt einen Schrieb raus. Togum, das bin ich. So, ich finde. Mycroft Fendergast. Aha. Genau. Ihr habt das Haustier des Hochlord Paladins Volt Emmerich rasiert. Ja, der Ältere nimmt das und stößt den Jüngern. Ach, ein Monsterjäger. Ja, das ist wirklich ein Fehler, den ihr gemacht habt. Volt Emmerichs Löwe rasiert. Da muss also auch Minecraft muss ein bisschen schmunzeln beim Gedanken an den. Ich war super, als der Löwe rasiert da lag. Sogar ich ziehe unter meinem Howard die Lippe etwas schräg nach oben. Ja, selbst der Elf entkommt ein Zucken vom Mundwinkel, nur der alte Grundskalist nicht und Togum haut sich mit Kette auf die Knie. Großartig. Ich nehme meinen 2 Wochen Totschlag zurück, das gewinnt. Wie lange fahren wir noch? Und ihr bemerkt, dass die Kutsche hält. Und Togum lehnt sich zurück. Zeitgleich erreicht Xeroth Sanghuf den Treffpunkt. Du bist über die Pflastersteine der Straße durch komplett den Mittelmarkt gelaufen und hast mehrere kleine Haken geschlagen, aber du wirst diesen Typ hinter dir mit seinem Schädel, wie du mal mit dem Schulterblick gesehen hast, wirst du einfach nicht los. Der klebt an dir. Und du weißt, du kennst die Stadt mittlerweile ganz gut und weißt, wo dich dein Weg hinführt. Du musst nach Understyre zu einem kleinen Marktplatz und dort findest du den Treffpunkt, die Apotheke von Ors Glottom, einen der wenigen Alchemiker hier in der Gegend. Und davor ist eine kleine Parkanlage und drei hochgewachsene Eschenbäume umrammten einen kleinen Trinkbrunnen, 2 Bänke. Und dort siehst du schon 4 Personen stehen. Ein größerer Kerl, breitschultrig, dann ein hochgewachsener Halborg und 2 Menschen. Eine Dame in gegerbten braunen Leder, der sich schon sehr, sehr in die Dunkelheit verschmilzt. Und dann noch ein Halbling, dein Kontakt. Und du weißt, der hiesige Sprecher der Kette, Hagum Achtfinger. Seine namensgebenden 8 Finger hat er momentan unter Lederhandschuhen verborgen, aber du weißt, der kleine Finger an jeder Hand ist ausgestopft mit Baumwolle und bewegt sich auch nicht, wenn der Rest sich bewegt. Und Hagum schlägt die Finger aneinander. Er ist ein Halbling, er geht dir ungefähr bis knapp über den Bauchnabel. Dafür hat er aber 2 große Leibwächter und die Frau, die dich erwartet. Alle haben eine Armbrust im Anschlag, außer Hagum selbst. Und er scheint erfreut, dass du da kommst. Aber Sanghuf!
Mein Freund, wie schön. Wir hatten schon Sorge, dass du die Apotheke nicht findest. Ich spare dir die Freundlichkeiten. Ich werde verfolgt. Wir müssen schnell abtauchen. Können wir irgendwo privat reden? Lass uns das drinnen machen. Hast du das Buch? Ich habe das Buch, aber lass uns hier verschwinden, ohne Scheiß. Wer verfolgt dich? Und du kommst gerade Ehren um die Hause. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er ist verrückt und er wirft mit irgendwelchen Knochen. Kein Problem. Und du kommst um die Ecke und siehst da vier Gestalten und den, den du verfolgt hast. Und bevor du näher kommst, bohrt sich ein Armbrustbolzen vor dir ins Pflaster. Guter Schuss, Bonguk. Guter Schuss. Gunnar, du der Nächste. Bleib. Pack ich dich nächstes Mal in die Armbrust. Wer seid ihr denn jetzt? Das ist der, der dich verfolgt? Ja, jetzt wo ich ihn sehe, fällt's mir auch auf. Ja, und du siehst auch einen kleinen Halbling, der allerdings extrem wirres Haar hat und du würdest sagen, von dir aus sehend, Stiefel mit sehr hohen Absätzen. Anscheinend ist er, und er ist trotzdem nicht besonders groß, anscheinend ist er selbst für einen Halbling nicht sehr groß gewachsen und muss das irgendwie mit Komplextretern irgendwie aus... wägen. So. Aber du siehst auch, eine Armbrust wird nachgeladen und zwei sind auf dich gerichtet. Freund, wer immer du bist mit deinem morbiden kleinen Spielzeug, ich empfehle dir, jetzt umzudrehen und einen schönen Rückweg über das Viertel zum Mittelmarkt zurückzugehen. Hier Nummer eins. Der Markt hier ist überhaupt nicht schön. Ich habe schon deutlich besseren gesehen. Nummer zwei, ich kann euch hier leider nicht weggehen lassen, denn... es befindet sich etwas in dem Boxjungen, seinem Besitz, das ich brauche. Nicht mal natürlich, alles, ich brauche nur eine Abstimmung. Darum kümmere ich mich. Zerot, würdest du bitte? Würde ich. Gibst du ihm das Buch? Ja. Achso, ihm? Gib ihm nicht das Buch. Ja, ihm gebe ich es natürlich. Nein, nein, also, dem Halbling. Dem Achtfinger. Ja. Ja, hier. Aber damit bin ich raus, wie besprochen. Er reicht es an den Menschen, den er Gunnar genannt hat, weiter. Deine Schuld und das Versagen in Amarant ist damit beglichen. Xerot Sanghof, du bist nicht mehr auf der Liste. Ich werde... Das ist auf meiner Liste, kleiner Ziegenjunge. Glaub mir, deine Liste ist besser als die Liste. Das glaubst du nicht. Die Kette ist nicht schlimmer als ich. Moment mal, du weißt? Ausgezeichnet. Es ist ein wunderschönes Zusammentreffen, aber dieses Zusammentreffen müssen wir, und ihr hört Pferde, die Pflastersteine runterkommen, eine große Kutsche ziehen, eine gepanzerte, und zum Stehen kommen. Auf dem Kutschbock ein Silbergardist, der hinabschaut. Gibt's hier ein Problem? Die Armbrüste sinken. Ich als charismatischer Typ gehe natürlich voran und versuche die Situation zu entschärfen. Gentlemen, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Diese kein Männer Problem. Haben mein Buch gestohlen. Dieser Mann mit deinem Schädel ist verrückt. Gestohlen, das ist natürlich ein starkes Wort. Gibt es einen Grund für... Dieses Treffen hier, und ihr hört ein Klopfen von innen, und ihr merkt, der Wagen hat angehalten. Warum halten wir? Brenner, warum halten wir? Und dann sieht Ehren als erstes über den Häusergiebeln dir gegenüber einer Apotheke und der Stadtmauer ein Licht aufglimmen im mittlerweile nächtlichen Himmel. Ja, geht auf, mitten in der Nacht. Das Licht ist vorbei. Bläulich, wird größer und du spürst als allererstes ein Rauschen in den Ohren. Kurz danach spürt auch Sanghof ein Flirren. Und dieses Flirren nimmt zu. In der Kutsche spürt es Gargauk als erstes, ein helles Pfeifen. Und dann hörst du auch Minecraft und du siehst, wie die Elfe sich die Ohren zuhält. Nur Togum. Was ist denn los?
Macht euch bereit! Macht euch bereit! Gleich geht's los! Der eine Silbergodest öffnet die Tür. Was ist da draußen los? Ern, du siehst, wie das Licht größer wird, rasant größer wird. Und dann schlägt ein Stück Himmel in den Boden ein und begräbt Gunnar, hinterlässt einen Krater, Erde spritzt, einer der Bäume zersplittert, das große Glühende durchbricht Gehölz und die Kutsche wird vom Aufprall auf das Dach geschleudert. Xeroth und Ehren haut es von den Füßen, von den anderen hört ihr höchstens Schreie, aber kriegt nicht mehr mit, was da noch passiert ist. Der Mensch, der das Buch hat, wird begraben und zerquetscht. Nein! Und ihr werdet in der Kutsche einmal komplett durchgerüttelt. Und schon wieder. Moment mal. Wenn er das Buch, wenn der Typ mit dem Buch tot ist, wer sagt dann der Kette, dass meine Schuld beglichen ist? Niemand, du Idiot. Ah, oh, verdammt. Das Ganze ist innerhalb von wenigen Sekunden passiert, als ihr wieder die Augen öffnet, der Staub sich legt, seht ihr den riesigen Krater, dieser glimmende Gesteinsbrocken darin. Auf der anderen Seite seht ihr den Halborg, den Halbling und die Frau sitzend oder liegend. Aus dem Haus gegenüber kommt eine gedungene Gestalt hervor und ruft irgendwas. Ihr seht die Kutsche umgeworfen und sämtliche Insassen sind aus der Kutsche herausgeschleudert. Und Mycroft, du kannst erkennen, wie dieser Togom gerade mit seiner Kette, die er noch trägt, versucht, einen dieser Wachen anzugehen, die innen drin waren. Es herrscht heilloses Chaos. Also ich finde, dass mir das schon wieder passiert. Ich möchte jetzt allererstes zu Achtfinger rüber und checken, ob der wirklich tot ist, weil ich bin natürlich wieder mal nur darum besorgt, dass ich meine Schuld begleichen kann. Und wenn er tot ist, dann wird er mich nicht entlasten können gegenüber der Kette. Ja, du spurtest um den Krater herum Richtung Achtfinger und siehst, dass der Halborg die Armbrust hebt und Achtfinger auf allen Vieren krabbelt und sich die Ohren hält. Also er ist am Leben anscheinend. Ja. Welche von den beiden Wachen stranguliert der Togum denn gerade? Hier unten, der neben ihm ist. Aber ist es der Grummelige oder der Junge? Ach so, der Junge, Entschuldigung, der Junge. Ah, okay. Ja, ich würde gerne versuchen... Ich habe den Kutscher vergessen. Da ist der Kutscher. Ja. Ich rappel mich auf und gehe zu Togum, sprinte so halb und ich will dem Wachmann eine mit der Faust so ins Gesicht geben, dass er umfällt, also dass er ohnmächtig wird. Ja, sehr gut. Das heißt, mach mal einen Nahkampfangriff, das heißt W20 plus deine Stärke plus Übung und du machst dann W20 plus Schaden. Ja. Okay, da müssen wir bei 7 plus 5, ich bin also bei 12. Wunderbar, ja. Das langt, um ihm ins Gesicht zu hauen, machst du 1W4 plus deine Stärke Schaden. Müssen wir ihm das jetzt einfach glauben, ja? Das ist 2 und die Stärke ist nochmal, bin ich bei 5. Sehr schön, wow. Dann hörst du das ungesunde Geräusch einer gebrochenen Nase und der junge Wachmann taumelt zurück und fällt auf die Pflastersteine. Mach's nicht noch schlimmer, Togum, lass ihn in Ruhe. Gut gemacht, ja, sehr gut. Ja, die andere Wache, die ältere, kommt mit gezogenem Schwert auf dich zu, Mycroft. Was soll das? Stehen bleiben! Und will dich schlagen und schwingt nach dir. Trifft dich eine 13? Du hast mal deine Rüstung an und dann, also dein Geschick hast du ja sowieso immer. Also ich habe Rüstungsklasse 13, dann trifft mich die dann nicht, oder? Dann treffe ich. Gleich oder höher muss sein. Achso, gleich oder höher. Gut. Genau. Und aber auch er, du bist Gefangener, das heißt nicht tot und lebendig und du hast anscheinend etwas, was auf deinem Schrieb auch Mycroft Wandergast auszeichnet. Er haut mit dem Heft zu und nicht mit der Klinge und schlägt dir in den Nacken. Du bekommst 2 Schlagschaden. Und taumelst so ein bisschen. Aber
kannst dich halten. Was macht Gaga? Ich sehe mir das an. Ja. Ich stehe da und sorte aus. Gibt es? Also ich habe gesehen, was da gerade passiert ist, was ich zeitgleich mache. Ja. Du hast gesehen, was da alles passiert ist, genau. Ja. Hast dich aufgerappelt, bist ja auch aus der Kutsche rausgefunden, kriegst irgendwo hinter der Kutsche ist irgendwas passiert, da laufen Leute rum, du siehst, dass die Wachen jetzt ringen, du siehst, den Kutscher liegt noch auf dem Boden, die Elfe rappelt sich auch auf, du hast deine Waffen nicht bei dir, die sind, wie du weißt, unter einer Kiste, in einer Kiste unter der Kutsche angebracht, da ist euer gesamtes Hab und Gut drin, außer das, was ihr tragt. Im Moment bist du frei, bis auf die Ketten, die du trägst. Ich will versuchen, sie zu sprengen mit bloßer Kraft. Das ist doch mal ordentlich. Dann mach mal eine bloße Kraftprobe, beziehungsweise einen Stärke-Rettungswurf, bitte. Das ist eine 12 plus 3. Ja, wunderbar. Ich bin Bonus drauf, alles egal, okay. Bei 13, nee, das langt. Es ist nur keine Hauruck-Aktion, sondern du merkst, wie die Kettenglieder sich langsam aber sicher dehnen und du sozusagen dann irgendwie über deinen Rücken hinweg das Ding, die Elfe schaut dich ungläubig an. Der Wachmann ringt jetzt mit Mycroft, aber mit Hilfe von Togum kriegt ihr auch den sozusagen bewusstlos geschlagen. Ehren, was machst du? Ich renne auf den Krader zu von dem zerquetschten jungen Buchträger. Ja. Ja. Und fang an, verzweifelt mit Mary in meiner Hand nach dem Typen zu graben. Ja, du siehst, da steht, dieser Stein hat sich in die Erde gegraben, da siehst du irgendwie das Bein noch von Gunnar rausgucken, mit gebrochenem Knochen, der irgendwo in eine ungesunde Richtung geht, aber das ist dir völlig egal, Tote sind dein Leben und dementsprechend... Den nehme ich später mit, aber jetzt gibt's was anderes. Versuchst du da irgendwie, wie soll Mary dir helfen? Oder nutzt du Mary als Grabwerkzeug? Ja, genau, ich nehme ihn im Grunde als Art Schaufel leer und versuche mich halt da so ein bisschen durchzugraben, weil meine eigenen Hände meine natürlich nicht schmutzig. Ich hasse das! Ja, du versuchst zu schaufeln und dann merkst du, wie dieser Stein anfängt zu glühen. Xerot, was machst du? Kann ich bei dem Stein auf, ich weiß nicht, Magie identifizieren müssen, ja, oder irgend sowas? Kannst du machen, ja. Du hältst kurz inne. Wir haben noch nicht festgelegt, was für Zauber du, aber das ist eh der Prolog, dann ist es egal. Du hältst kurz inne, ziehst eine kleine Perle raus und hältst sie dir an die Stirn. Aus dieser Perle heraus ergeben sich Formeln, die nur du siehst, und die legen sich auf den Stein. Dann wartest du einen kurzen Moment. Du siehst, der Stein glüht mehr und mehr. Dauert ein bisschen der Zauber. Xerot, du bist also angekommen, der Halborg steht auf. Dem Halbling geht's gut anscheinend. Aber das Buch ist unter dem Stein. Würdest du sagen, mit Blick zurück, würdest du sagen, Gunnar hatte das Buch und das Buch ist unter dem Stein. Und jetzt siehst du auch, der Typ, der dich verfolgt hat, der hat erst gegraben und jetzt steht er irgendwie da mit einer Perle vor der Stirn. Das ist ganz normal. Es ist mal wieder so ein Abend. Und der Stein glüht, das merke ich auch. Der Stein, jetzt wo du zurückguckst, siehst du, die Struktur von dem Stein beginnt blau zu glühen. Okay, aber viel wichtiger, wo ist das Buch? Du würdest das ist da, wo dieser Verrückte gerade gegraben hat und jetzt irgendwas mit dem mit der Perle macht oder sowas. Also jetzt scheint was zu zaubern, vielleicht lässt er auch den Stein glühen, weißt du nicht. Kann ich auf ihn zusprinten und ihn mit meinen Hörnern wegrammen? Du kannst auf jeden Fall. Du springst runter Just und cause. Unterbrichst den Zauber und Kopf voran haust du ihm in den Bauch. Und im selben Moment gibt es einen hellen Lichtblitz vom Stein aus. Und. Okay. Ein unterschwelliges Summen, das rasant ansteigt, das schrillende Geräusch, und dann explodiert dieser Stein in einem grellen blauen Feuer. Und
Und ich stehe direkt daneben. Du siehst noch, wie die Wachen und die Umstehenden von den Flammen verzehrt werden. Gargok sieht, wie das Feuer den Zwerg, der gerade aus diesem Haus gekommen ist und überhaupt nicht mit der Situation anfallen ist, umhüllt und sein komplettes Dach und das die Apotheke wegreißt in einem gewaltigen Radius durch das ganze Viertel. Stürzt euch diese blaue Flamme. Ich bereue dich. Absolute Bewusstlosigkeit.